Frau mit aufgelöstem Haar. Ein Holzschnitt von Carl Schmidt-Rottluff, einem der wichtigsten Vertreter des deutschen Expressionismus. Ein Werk aus dem Jahr 1913. Eine Frau des 20. Jahrhunderts. Dieser Akt mit züchtig gebundenem Haar des Malers Adolf Ziegler scheint früher gemalt zu sein, entstand aber erst gut 20 Jahre später, Ende der 30er Jahre. Adolf Hitler ist jetzt an der Macht und Ziegler ist einer seiner Lieblingsmaler. Seine gewagten Akte akademischer Machart werden von den Nazis geschätzt für ihre getreue Nachahmung der Wirklichkeit. ...1936 wurde Ziegler mit einer gigantischen Säuberungsaktion beauftragt. Aus den deutschen Museen sollte er alle Werke entfernen, die nicht dem Geschmack des Regimes entsprachen, die die Nazis entartete Kunst nannten. Dazu gehörten die Werke von Max Beckmann, Otto Dix, Emil Nolde, Erich Heckel, Wassily Kandinsky, George Grosz. Ausgewählt wurde nicht nach politischen, sondern nach ästhetischen Gesichtspunkten. Die Nationalsozialisten waren der Ansicht, die entarteten Künstler seien unfähig zu malen, kennten nicht die Gesetze der Perspektive und könnten einen Gegenstand nicht wirklichkeitsgetreu darstellen. Sie seien unbegabt. Daher auch ihr Interesse am Primitivismus, an der Abstraktion und an Themen wie Großstadtleben, Elend, Laster, Wahnsinn und die Leiden des Krieges. Ziegler und sein Säuberungsausschuss beschlagnahmten Tausende von Werken. Die meisten wurden zwischen 1905 und 1920 gemalt. Heute werden sie allgemein als expressionistisch bezeichnet. Ein Etikett, das viele dieser Maler von sich gewiesen hätten. Der Expressionismus war nie eine organisierte und homogene Bewegung, sondern wurde durch einzelne Persönlichkeiten repräsentiert und hatte unterschiedliche Ausprägungen und Höhepunkte. Im damaligen Deutschland bedeutete expressionistisch vor allem modern. Schließlich war es dem Medium Film vorbehalten, das populärste Bild des Expressionismus zu verbreiten. In der Malerei hatte der Expressionismus seinen Höhepunkt schon längst überschritten, als Robert Wiene das Kabinett des Dr. Caligari dreht. Der Film erzählt die Geschichte des Schaustellers Caligari, der mit Hilfe seines schlafwandlerischen Mediums Cesare grausame Morde begeht. Erst am Ende erfährt der Zuschauer, dass die Geschichte das Hirngespinst eines Insassen eines Irrenhauses ist, dessen Direktor wiederum Caligari selbst ist. Lange vor Ziegler und seinem Feldzug gegen die entartete Kunst verbindet dieser für den Expressionismus emblematische Film die perspektivische Verzerrung und die Ablehnung rechter Winkel mit Geisteskrankheit und Verbrechen. Der zeitgenössische Filmtheoretiker Béla Balázs schrieb über den Dr. Caligari: Expression bedeutet Ausdruck. Jedes Gefühl, das sich auf einem Gesicht spiegelt, ist so und deshalb so zu sehen, weil es die normalen Züge des Gesichtes verändert, sie, anders ausgedrückt, aus ihrer Ruhestellung hebt. Je stärker das Gefühl, umso mehr wird sich das Gesicht verzerren. Der Expressionismus bedeutet Unordnung und Störung. Bereits im 19. Jahrhundert versuchte man, die Mechanismen menschlicher Störungen zu verstehen. So reizt Dr. Duchenne, ein Arzt aus Boulogne, die Gesichtsmuskeln seiner Patienten durch schwache Stromstöße, um ihre Rolle beim Ausdruck der verschiedenen menschlichen Gefühle zu bestimmen, wie Freude, Staunen, Angst.
1876 erscheint eine Untersuchung über die Beziehung menschlicher Erscheinung und sozialer und psychischer Störung. In seinem Buch »Der Verbrecher« behauptet Cesare Lombroso, er habe den Zusammenhang zwischen der Gesichtsmorphologie und der kriminellen Natur eines Menschen entdeckt. Die wissenschaftliche Version vom verbrecherischen Aussehen. Ein missgestalteter Schädel. Große Ohren, schielende Augen, eine schiefe Nase, asymmetrische Züge, kurz, die Hässlichkeit verweist auf den Mörder, die Prostituierte, den Anarchisten. »1892 wendet der österreichische Journalist Max Nordau, ein Verehrer Lombrosos, diese Theorien unter anderem auf die Malerei an und erfindet den Begriff »entartete Kunst«. Nordau erklärt die moderne Kunst durch die körperliche oder sittliche Entartung der Künstler, die er als »höhere Entartete« einstufte. Entweder sehen sie schlecht oder sie sind Anarchisten und Pinselverbrecher. Rot, so Nordau, sei stimulierend, während Violett Niedergeschlagenheit hervorrufe. Es sei verständlich, dass ein hysterischer, neurasthenischer, also nervöser Maler seine Leinwand mit Farben bedecke, die seiner Erschöpfung entsprechen. Im selben Jahr malt der Norweger Edvard Munch den Schrei, ein Bild, auf das sich entscheidend die expressionistische Avantgarde beziehen sollte. Dem Schrei Munchs antwortet in Deutschland ein junger Student der Weimarer Kunstschule, Max Beckmann. Selbstbildnis mit aufgerissenem Mund, 1901. Bei Munch verzerrt der Schrei den Körper und die Landschaft. Bei Beckmann halten die Konturen des Gesichts dem Schrei stand. Das Reale widersteht, die Welt scheint solide, wenigstens noch für kurze Zeit. In Deutschland dieser Zeit steht ein Objekt für Beständigkeit. Unter der Pickelhaube, die alle, vom einfachen Soldaten bis zu Kaiser Wilhelm II. Tragen, herrschen Konformismus, Militarismus und Patriotismus. Und dies in einer Gesellschaft, die sich sozial wie auch wirtschaftlich eindrucksvoll entwickelt. Die preußische Pickelhaube ist archaisch und modern zugleich, denn am unteren Ende des Spitzenaufsatzes sind zwei Luftlöcher angebracht. Sie ist das vollkommene Symbol für diese dynamische und zugleich vernagelte Gesellschaft. In der »Expressionismus« betitelten Schrift des Literatur- und Theaterkritikers Hermann Bahr heißt es: Niemals war eine Zeit von solchem Entsetzen geschüttelt, von solchen Todesgrauen. Niemals war die Welt so grabesstumm. Niemals war der Mensch so klein. Niemals war ihm so bang. Niemals war Freude so fern und Freiheit so tot. Die ganze Zeit wird ein einziger Notschrei. Auch die Kunst schreit um Hilfe, sie schreit nach dem Geist. Das ist der Expressionismus. Das Wort Expressionismus gab es 1905 noch nicht, als einige Dresdner Architekturstudenten beschlossen, die deutsche Malerei zu revolutionieren. Zu diesem Projekt gehört es, dass sie mit ihren Modellen zum nahegelegenen See fahren, wo sie alle nackt baden. Ernst Ludwig Kirchner, Vier Badende, 1909. Kirchner und seine Freunde Schmidt-Rottluff, Heckel, Pechstein leben einen harmlosen Künstleranarchismus. Sie huldigen einem von Konventionen befreiten Naturzustand und wollen in ihren Werken das wahre Leben erfassen, mit Blut in den Adern. Dazu muss die Malerei befreit werden, indem auf alle handwerklichen Fertigkeiten und auf Nachahmung der Wirklichkeit verzichtet wird.
Schmidt-Rottluff gibt der Gruppe den Namen, die Brücke. In ihrem Programm heißt es: Mit dem Glauben an eine neue Generation der Schaffenden wie der Genießenden rufen wir alle Jugend zusammen. Und als Jugend, die die Zukunft trägt, wollen wir uns Arm- und Lebensfreiheit verschaffen gegenüber den wohlangesessenen älteren Kräften. Der Leitsatz der offiziellen Kunst ist die getreue Reproduktion. Deren Gewährsmann ist Wilhelm II., selbst leidenschaftlicher Sonntagsmaler. Eine Kunst, die sich über die von mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr. Wer sich aber von dem Gesetz der Schönheit und dem Gefühl für Ästhetik und Harmonie, die jedes Menschen Brust fühlt, ob er sie auch nicht ausdrücken kann, loslöst und in Gedanken in einer besonderen Richtung, einer bestimmten Lösung mehr technischer Aufgaben die Hauptsache erblickt, der versündigt sich an den Urquellen der Kunst. Die jungen Expressionisten lehnen sich gegen diesen Pakt zwischen Wirklichkeit und ihrer Darstellung auf. Ihnen kommt es allein darauf an, die innere Vision des Künstlers auszudrücken. Da waren die urtümlichen, primitiven Künste Afrikas und Ozeaniens wegweisend, die die Maler im Dresdner Museum für Völkerkunde entdeckten. Ernst Ludwig Kirchner, doppeltes Selbstbildnis. Die Maler der Brücke bemühen sich um formale Vereinfachung. Sie verzichten auf die perspektivische Darstellung und arbeiten flächig. An die Stelle des plastischen Gestaltens und Nuancierens treten klare Linien, nebeneinander gestellte Flächen und geometrische Formen. Eine ihrer Inspirationsquellen ist die moderne französische Malerei, die damals die europäische Kunstszene beherrscht, also der Fauvismus und vor allem Matisse. Davon zeugen Kirchners Akte der schwarzen Zirkustänzerin Millie. Anfang des 20. Jahrhunderts ist es in Deutschland keineswegs selbstverständlich, Franzosen zum Vorbild zu nehmen. Kirchner leugnet diesen Einfluss gänzlich und beruft sich stattdessen lieber auf die Gotik und auf die primitiven Künste, wie etwa Holzbalken mit rituellen und erotischen Motiven von den Palau-Inseln, einer deutschen Kolonie im Pazifischen Ozean. Die Entdeckung dieser unbekannten Künste ist für die Maler der Brücke eine Offenbarung. Besonders gefällt ihnen daran auch die unverklemmte Darstellung der Sexualität. Melogotop, der legendäre Held der Palau-Inseln, hat ein ellenlanges Geschlecht, mit dem er die kleine Insel erreicht, auf die seine Frau geflüchtet ist. So tötet er sie zur Strafe dafür, dass sie seinen Sohn beleidigt hatte. Eine Freundin Kirchners posiert als Polynesierin zwischen zwei Statuen des Künstlers, die Adam und Eva darstellen. Mehr noch als die Malerei halten die Brücke-Künstler die Bildhauerei Afrikas und Ozeaniens für geeignet, zum verlorenen Paradies der ursprünglichen Unschuld zurückzuführen. Karl Schmidt-Rottluff, Trauernder. Und Frauenkopf, Rot und Blau. Doch zum originellsten Ausdruck finden die Brücke-Künstler im Holzschnitt, der alten deutschen Tradition Dürers und Kranachs. Holzschnitte von Karl Schmidt-Rottluff. Diese neue Bildkunst ist zugleich roh und melancholisch. Sie wird dem groben Stoff Holz entrissen, und diese Widerspenstigkeit ist prägend für das Kunstwerk.
Die Gestaltungsweise des menschlichen Gesichts, die den Ausdruck über die Ähnlichkeit stellt, führte ein paar Jahre später zu wütenden Reaktionen der Nazis. Ihrer Ansicht nach konnten die Modelle dieses Holzschnitts von Schmidt-Rottluff und dieses Gemäldes von Modigliani nur eine paralytische Frau und ein mongoloides Kind sein. Alles, was von den Gesetzen der akademischen Schönheit abwich, galt als krankhaft. Adam und Eva von Emil Nolde. Die Nazis verbannten 1052 Werke dieses Malers aus den deutschen Museen. Der Impressionismus wolle, dass sich die Seele wie eine Braut auf der Erde niederlasse, damit sich die Natur mit Flüssen, Wolken, Sternen und Schmetterlingen über ihr ergieße, heißt es in einer expressionistischen Zeitschrift. Ganz anders der Expressionismus. Projiziere deine Seele in die weite Welt, so wirst du ein Mann, ein echter Mann. Die Beziehung zwischen dem Passiven und dem Aktiven, zwischen Natur und Malerei, stellt der Münchner Maler Franz Marc in den Mittelpunkt seines Schaffens. Ich empfand schon sehr früh den Menschen als hässlich. Das Tier schien mir schöner, reiner. Aber auch an ihm entdeckte ich so viel Gefühlswidriges und Hässliches, sodass meine Darstellungen instinktiv immer schematischer, abstrakter wurden. Bäume, Blumen, Erde, alles zeigte mir mit jedem Jahr mehr hässliche, gefühlswidrige Seiten, bis mir erst jetzt plötzlich die Hässlichkeit der Natur, ihre Unreinheit, voll zum Bewusstsein kam. Vielleicht hat unser europäisches Auge die Welt vergiftet und entstellt. Um sein europäisches Auge zu reinigen und die verborgene Geistigkeit der Natur zu erfassen, verzichtet Franz Marc auf die gängige Darstellung der Natur. Er versieht seine Tierbilder mit einem ganz persönlichen Farbcode. Die Pferde sind blau und drücken das Prinzip der Männlichkeit aus. Rot und Gelb stehen für das Weibliche. Franz Marc, Große blaue Pferde, 1911. Die farbigen Tiere tragen Marc das Etikett entarteter Maler ein. Sein berühmtestes Werk, den Turm der blauen Pferde, ließ der Nazi Adolf Ziegler, Präsident der Reichskammer der bildenden Künste, aus der Berliner Nationalgalerie entfernen. Heute gibt es davon nur noch eine Reproduktion in Schwarz-Weiß. »1910 gründete Franz Marc in München zusammen mit dem russischen Maler Wassily Kandinsky die Gruppe »Der blaue Reiter«. Der Name hatte laut Kandinsky allerdings nichts mit Marcs Farbexperimenten zu tun. »Der blaue Reiter« ist die andere große frühexpressionistische Strömung. Ganz zu Anfang des »Blauen Reiters« malt Kandinsky leicht, naiv, gegenständlich. Was Kritiker zu dem Urteil veranlasst, diese neue Malerei sei so tiefgründig wie Kinderzimmertapeten. Doch dann kommt der Bruch und die Entdeckung der Abstraktion, die Kandinsky wie folgt beschreibt. Ich kam mit meinem Malkasten nach einer Studie heim, noch verträumt und in die erledigte Arbeit vertieft, als ich plötzlich ein unbeschreiblich schönes, von einem inneren Glühen durchdrängtes Bild sah. Ich stutzte erst, dann ging ich schnell auf dieses rätselhafte Bild zu, auf dem ich nichts als Formen und Farben sah und das inhaltlich unverständlich war. Ich fand sofort den Schlüssel zu dem Rätsel. Es war ein von mir gemaltes Bild, das an die Wand angelehnt auf der Seite stand. Ich wusste jetzt genau, dass der Gegenstand meinen Bildern schadet. Eine erschreckende Tiefe, eine verantwortungsvolle Fülle von allerhand Fragen stellten sich vor mich. Und die wichtigste, was soll den fehlenden Gegenstand ersetzen?
Wassily Kandinsky, Der schwarze Fleck, 1920. Ab 1910 kann die Leserschaft der Zeitschrift Der Sturm diese ersten Versuche zur Abstraktion aus nächster Nähe verfolgen. Die Zeitschrift, die die Verteidigung Kandinskys auf ihr Banner geschrieben hat, veröffentlicht auch Radierungen von Franz Marc und Zeichnungen von Paul Klee, auch wenn Klee ironisch Abstand zu den großen Erklärungen seiner Freunde vom Blauen Reiter hält. Der Sturm wurde von dem Verleger und Galeristen Herbert Walden herausgegeben. Unermüdlich fördert und verteidigt er seine Künstler, stellt sie aus, verkauft ihre Werke. Ihm ist zu verdanken, dass Expressionismus in die Alltagssprache eingeht. Im Sturm sieht das deutsche Publikum zum ersten Mal das Werk des jungen Wieners Oskar Kokoschka. Es sind Bilder zu einem von Kokoschka selbst verfassten Theaterstück mit dem Titel »Mörder, Hoffnung der Frauen«, das den Krieg der Geschlechter behandelt. Pietà. Diesen Titel gibt Kokoschka dem Plakat zu seinem Theaterstück. Wenn das Wort Expressionismus einen Sinn habe, so Kokoschka, dann sei er in diesem Plakat zu sehen. Für diejenigen, die Kokoschka einen verbrecherischen Künstler nennen, lässt er sich den Kopf kahl rasieren. Der Künstler als Sträfling. Das lässt den Bürger wohlig erschaudern und er kauft die neue Nummer des Sturm. Der junge Arzt Gottfried Benn provoziert nicht weniger. 1912 veröffentlicht er eine Reihe von Gedichten unter dem Titel Morgue, also Leichenschauhaus, in denen er in Versen detailliert beschreibt, wie er im Berliner Krankenhaus Charité Leichen seziert. Kleine Asta. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Aster. Benns Gedichte werden in Die Aktion veröffentlicht, der anderen großen expressionistischen Zeitschrift, strenger und stärker linksorientiert. Die ersten Zeichnungen von George Gross stehen hier neben den Werken von Kirchner und denen der Brücke-Künstler. Auch Die Aktion hat ihr Wiener Wunderkind, Egon Schiele. Ihm wird eine Sondernummer gewidmet, in der jedoch, Zensur ist unumgänglich, nur die keuschesten seiner Werke erscheinen. Man nimmt Abstand von Marx und Kandinskys abstraktem Idealismus. Es taucht ein neuer Expressionismus auf, gequälter und makabrer. Die zweite Welle des Expressionismus wechselt die Bühne. Das Zentrum der Bewegung verlagert sich von Dresden und München nach Berlin. Und damit taucht die Großstadt in der expressionistischen Malerei auf. Jakob Steinhardt, Stadt bei Nacht, 1911.
Die Stadt mit ihrem künstlichen Licht und ihren Schatten, wie sie noch nie zu sehen war. Der Schock der Bilder, der Wände und der Körper, der Menge und des einsamen Menschen. Das ist der Asphaltmensch. So nennen ihn später die Nazis, die den Asphalt der Städte zum Symbol der Wurzellosigkeit, der Heimatlosigkeit machen. Auf diese Stadtlandschaft beruft sich der Maler Ludwig Meidner im Namen der neuen Malerei. Das Stammeln primitiver Völker beschäftigt auch einen Teil der deutschen Malerjugend. Und nichts scheint wichtiger zu sein als Buschmann-Malerei und Aztekenplastik. Aber seien wir ehrlich, gestehen wir uns ein, dass wir keine Neger oder Christen des frühen Mittelalters sind. Wir müssen endlich anfangen, unsere Heimat zu malen, die Großstadt, die wir unendlich lieben. Auf unzähligen Fresken großen Leinwänden sollten unsere bibbernden Hände all das Herrliche und Seltsame, das Monströse und Dramatische der Avenuen, Bahnhöfe, Fabriken und Türme hinkritzeln. Für die jungen Maler verfasst Ludwig Meidner 1914 eine Anleitung zum Malen von Großstädten. Die impressionistische Verschwommenheit muss aufgegeben werden. Es bedarf neuer Ausdrucksmittel, die das Zufällige und Ungeordnete des neuen Motivs wiedergeben. Gerade Linien und spitze Winkel. Der alte Umgang mit der Perspektive taugt nicht mehr. Ebenso wenig die prätentiösen Pinseleien der Professoren. Nur wenn Vertikale, Fläche und Blickpunkt neuer Verbindungen eingehen, wird man dem Kräftespiel der Großstadt gerecht. Ludwig Meidner, Brennende Stadt, 1913. Der junge George Gross setzt Meidners Ideen um. George Gross, Explosion. Aus den apokalyptischen Landschaften stammen die spitzen Winkel und freischwebenden Wände, die zum Markenzeichen des expressionistischen Films werden. Doch der Film verschiebt den Maßstab. Er wendet die gleichen Rezepte, die dazu ausgedacht waren, das Großstadttreiben einzufangen, nun auf die Innenräume an. Die Sprengung der Perspektiven ist nicht mehr nur die Eigenheit der Stadt, sondern beschreibt die Psychologie der Gestalten, projiziert deren geistige Verwirrung in den Raum. Selbst die Straßen von Caligaris Kleinstadt sind beengend wie Innenräume und zeugen vom Rückzug auf sich selbst, von dieser Ästhetik des Eingeschlossenseins. Wahnsinn wird Thema des expressionistischen Repertoires. Später sollte dies im Kino in entstellter Form und als Karikatur fortleben. Die Verrückten sind mal mondsüchtige Originale, mal wilde Verbrecher, gehören in jedem Fall hinter Gitter. Aber im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ist der Irre der Maler, der sich im Spiegel sieht. Erich Haeckel, Das Irrenhaus, 1913. Nichts trennt hier mehr den Maler von seinem Modell. Beide protestieren gegen den Wahnsinn, der die Welt beherrscht. Die Nazis machen das Verhältnis von Wahnsinn und Künstlertum zum bevorzugten Gegenstand ihres Spotts. Das ist die Arbeit eines unheilbar irrsinnigen Mannes in der psychiatrischen Klinik in Heidelberg, so die Legende zu diesem Foto. Dem Unglücklichen, der das gemacht habe, könne man verzeihen.
Dass aber Hoffmanns verunglückte Skulptur als Meisterwerk betrachtet wurde, übersteigt die Grenzen des Verstandes. Welche dieser Zeichnungen ist das Werk eines Geisteskranken? Jedenfalls nicht das, was Sie meinen. Selbstbildnis von Oskar Kokoschka. Ludwig Meidner, Die Stadt und ich, 1913. Hier wurde die Stadt einmal bei Tageslicht gemalt, aber das Licht ist fahl und scheint gleich zu verschwinden. Weltende. So lautet der Titel eines Gedichts von Jakob van Hoddis, das so populär war, dass es die Marseillaise der expressionistischen Rebellion genannt wurde. Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da. Die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Otto Dix, 1914. Selbstbildnis als Soldat. Eine Kraft, die kaum noch unter Kontrolle zu halten ist. Auf der Rückseite desselben Blattes malt sich Dix mit Artilleriehelm. Als im August 1914 der Krieg ausbricht, begrüßen expressionistische Kreise ihn als Chance zur Befreiung. Der Krieg selbst gilt als expressionistisch. Er ist die Fortsetzung der künstlerischen Bewegung mit anderen Mitteln. Franz Marc, der an die Westfront geschickt wurde, schreibt: Jedenfalls macht der Krieg aus mir keinen Naturalisten. Im Gegenteil. Ich fühle den Geist, der hinter den Schlachten, hinter jeder Kugel schwebt, so stark, dass das realistische Materielle ganz verschwindet. Schlachten, Verwundungen, Bewegungen wirken alle so mystisch, unwirklich, als ob sie etwas ganz anderes bedeuten, als ihre Namen sagen. Was man vorher in der Gesinnung beging, begeht man jetzt mit Taten. Aber warum? Weil man die Verlogenheit der europäischen Sitte nicht mehr aushielt. Lieber Blut als ewig schwindeln. Der Krieg ist ebenso sehr Sühne als selbstgewolltes Opfer, dem sich Europa unterworfen hat, um ins Reine zu kommen mit sich. Er fiel 1916 in Verdun. Auch Kirchner, der Gründer der Brücke, wird eingezogen. Er wird zugleich von einer schweren Depression heimgesucht. Selbstbildnis als Soldat. Die Verwundung ist nicht körperlich. Max Beckmann hatte zunächst eine glänzende Laufbahn als neoimpressionistischer Maler und wurde vor allem für seine großen, zeitbezogenen Gemälde geschätzt. Darunter der Untergang der Titanic, den Beckmann nach Zeitungsberichten malte. Damals lag er heftig im Streit mit Franz Marc. Er warf Marc vor, nicht malen zu können, nichts weiter als ein Dekorateur zu sein, der flächig arbeitet, ohne in die Tiefe zu gehen. Marc beschimpfte ihn darauf als Kunstgnom. Beckmann meldet sich freiwillig für das Sanitätskorps und zieht zunächst begeistert in den Krieg. Er beschreibt den großartigen Kampfeslärm und wünscht sich, ihn malerisch umsetzen zu können. Dann malt er ein ganzes Jahr lang nichts und als er den Pinsel wieder zur Hand nimmt, kommt das heraus. Es ist, als habe ihn die Erfahrung des Krieges dazu getrieben, sich alles akademisch Gelernten zu entledigen
und er erfindet das formale Chaos des Expressionismus für sich gleichsam neu. Max Beckmann, Granate, 1916. Das Leichenschauhaus, 1916. Nacht ist es mal wieder. Drüben im Lazarett singen sie bei der Abschiedsfeier für den Oberstabsarzt bei Bier und Musik mal wieder Deutschland, Deutschland über alles. Ab und zu donnert ein Geschütz von Weitem herüber. Ich sitze wie so oft allein. Dieser unendliche Raum, dessen Vordergrund man immer wieder mit etwas Gerümpel anfüllen muss, damit man seine schaurige Tiefe nicht so sieht. Was würden wir armen Menschen machen, wenn wir uns nicht immer wieder eine Idee schaffen würden von Vaterland, Liebe, Kunst und Religion, mit der wir das finstere, schwarze Loch immer wieder so ein bisschen verdecken können? Dieses grenzenlose Verlassensein in der Ewigkeit. Dieses Alleinsein. Deutschland. Deutschland. Über alles. Über. In der Welt. Wir armen Kinder. Von da ab bedeutet Malen, die Leere zu füllen und die Leinwand mit Gestalten zu bedecken, wie es die Maler im Mittelalter taten. Der Maler soll alles mit einem einzigen Blick erfassen und alle Schrecken dieser Welt in einer einzigen Szene zusammenfassen, um sie erträglicher zu machen, wie Beckmann sagte. Die Nacht, 1917. Ich bin kein Künstler, ich bin Psychopath und benutze nur hier und da die künstlerische Form, um mich zum Ausdruck zu bringen. Ich will nur meine Seele offenbaren, dieses jammernde Tier, welches nach Hilfe schreit. Das sind Oskar Panizzas Worte. Panizza war ein Held des frühen Expressionismus, der Kirche und Deutschland den Kampf ansagte und ab 1904 in einer psychiatrischen Anstalt saß. George Grosz widmete ihm 1917, als die militärischen Großangriffe Hunderttausende den Tod bringen, dieses Bild. Widmung an Oskar Panizza. Der Tod sitzt auf einem Sarg und trinkt auf die wahnsinnig gewordene Menschheit. Den Leichenzug bilden Syphiliskranke, Generäle und Patrioten, während eine Gestalt, vielleicht Panizza selbst, das Weite sucht, in einer Kutsche aus einem anderen Jahrhundert. Grosz schreibt, er habe sich von Bosch und Bruegel anregen lassen. Auch sie hätten eine Zeit des Umbruchs erlebt und als Maler Zeugnis davon abgelegt. Arbeiter und Soldaten, alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu
neu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Die neue Zeit gehört den Massen. Deutschland hat den Krieg verloren. Demobilisierte Soldaten und Arbeiter machen Revolution. Im November 1918 dankt Wilhelm II. Ab. Die Republik wird ausgerufen. Die Expressionisten machen sich zur Avantgarde der Revolution. In der Zeitschrift Der Anbruch erscheint ein Aufruf Ludwig Meidners an alle Künstler, Dichter und Musiker. Sie sollten sich für den Sozialismus stark machen und das hässliche Raubtier, die Bourgeoisie, bekämpfen. Der Bourgeois kennt keine Liebe. Der Sozialismus solle das neue Glaubensbekenntnis sein. Die im Arbeitsrat für Kunst und in der Novembergruppe mehrheitlich vertretenen Expressionisten stellen ihre Kunst in den Dienst der Revolutionäre. Seid nicht nur Expressionisten in der Kunst, sondern Expressionisten der Menschlichkeit. Nur wenige halten sich fern von dieser Welle der Begeisterung. Die Hölle, so der Titel, den Max Beckmann einem Zyklus von Lithografien gibt, die das Nachkriegsdeutschland zum Thema haben. Die zweite heißt Der Nachhauseweg. Der Mann, der einen grausam verstümmelten Soldaten nach dem Weg fragt, ist Beckmann. Der Hund, dessen Kopf über den Bildrahmen hinausragt, der Höllenhund Cerberus. Die deutsche Revolution, eine bürgerliche und republikanische, fand statt. Die sozialistische und internationale steht noch aus. Kurz darauf bekämpfen sich Sozialdemokraten und linksrevolutionäre Spartakisten. Die Sozialdemokraten, unterstützt von den Freikorps, schlagen den Spartakusaufstand nieder. In der Februarnummer des Jahres 1919 ehrt die Zeitschrift Aktion die ermordeten Spartakistenführer. Aber nicht nur die Revolution scheitert. Die Proletarier verstehen die Botschaften der expressionistischen Plakate nicht. Die Massen wollen diese Kunst nicht und werden sie nie wollen, schreibt ein Expressionist. Die Arbeiter begreifen nicht den Sinn der eckigen Formen, fühlen sich verachtet. Für sie ist das bürgerliche Kunst. Sie sind durch und durch Realisten. Max Pechstein, der zur Brücke gehörte und einer der aktivsten revolutionären Expressionisten ist, scheut nicht davor zurück, die Winkel abzurunden. Und so sind seine Plakate die einzigen, die vor den Augen der Arbeiter Gnade finden. Man schätzt sie wegen ihrer Klarheit und Einfachheit. Zur selben Zeit erobert der Expressionismus neues Terrain. 15 Jahre nach den Malern entdecken die Architekten ihn für sich. Die revolutionäre Aufbruchsstimmung und neue Materialien wie der Beton wecken den im Architekten schlummernden Künstler. Ein Gebäude wird nicht mehr nur unter dem Aspekt der Nützlichkeit und Funktionalität betrachtet, sondern als eigenständiges Kunstwerk. Der Einstein-Turm von Erich Mendelssohn, ein astronomisches Observatorium, wurde 1921 in der Nähe von Potsdam errichtet. Es ist das einzige expressionistische Gebäude, das noch erhalten und in Gebrauch ist. Angesichts der wirtschaftlichen Lage haben Standardisierung und Rationalisierung Vorrang vor gestalterischer Experimentierfreude. Die Architekten können träumen, aber nicht bauen. Manche beschließen deshalb, ihrer Fantasie auf dem Papier freien Lauf zu lassen und ihre Baukörper jenseits aller Zwänge zu entwerfen. Wassily Luckart, Denkmal der Arbeit an die Freude, 1924. Bruno Taut, Entwurf eines Kinosaals für bettlägerige Invaliden, 1924. Hermann Finsterlin, Traum aus Glas, 1923. Ein zeitgenössischer Kommentator meint, man solle diesen Entwürfen nicht vorwerfen, dass sie nicht realisierbar seien,
sondern sich vielmehr über die Freiheit des Architekten freuen. Das große Schauspielhaus in Berlin von Hans Pölzig existiert heute nicht mehr. Es gehörte zu den wenigen expressionistischen Bauten, die tatsächlich realisiert wurden. Daneben entwirft Pölzig aber auch Bühnenbilder. Zu Beginn der 20er Jahre berufen sich etwa 10 Filme auf den Expressionismus und machen ihn endlich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Im Film schlägt sich der Expressionismus vor allem im Dekor nieder. Das unrealistische Bühnenbild ist Bestandteil der Handlung. Es spiegelt die dramatische Spannung und die Seelenzustände der Protagonisten wider. Das Ergebnis ist erstaunlich, aber die eindrucksvollen Bauten lassen letztendlich die Plattheit des Szenarios und der Inszenierung nur umso schärfer hervortreten. Und das wilde Gestikulieren der Schauspieler, Gefangene ihrer fatal naturalistischen Körper, wirkt bisweilen übertrieben. Später behandelt Fritz Lang mit der grausamen Präzision des Realisten diese Form des Expressionismus als Kunst, die in der Gesellschaft angekommen ist. Maßlosigkeit und Wahnsinn haben ausgedient. In Mabuse, der Spieler, verweist das expressionistische Szenenbild des Restaurants und Salons auf die dort verkehrende Klasse der Emporkömmlinge und Privilegierten. Lang überlässt es dem teuflischen Dr. Mabuse, das Urteil zu sprechen. Einigen Filmen gelingt es jedoch, weiterzugehen und Aktion und Dekor zu verbinden. Von morgens bis Mitternacht erzählt die Geschichte eines Kassierers, der sich in der Kasse seiner Bank bedient und an einem einzigen Tag sein ganzes Leben zerstört. Das Dekor ist, anders als in Caligari, unauffällig, ganz einfach, ja ungeschickt, wie ein Kinderbild. Die bemalten Kostüme und die in bester Bühnentradition wild geschminkten Gesichter erzeugen eine ebenso stimmige wie Märchen- und albtraumhafte Welt. Prager Straße von Otto Dix, 1921. Eine Straßenszene mit zwei Kriegsversehrten. Das chaotische Treiben auf der Straße und die schiefe Perspektive sind noch expressionistisch. Auch das Gesicht des Versehrten und die Sichel, die ein Skelett schwingt, das der Maler einem Rätsel gleich in seinem Bild versteckt hat.
Aber bei genauerem Hinsehen entdeckt man die klinische Genauigkeit des Strichs, der Konturen und der plastischen Gestaltung. Ferner Collage-Elemente, wie das antisemitische Plakat, auf dem der Kriegsversehrte sitzt. Und in den Schaufenstern ist eine neue Malerei zu sehen, die wieder nach einer objektiveren Darstellung der Wirklichkeit strebt und Spiegel der äußeren Welt sein will. Diese Umkehr zum Realismus wird die neue Sachlichkeit genannt. 1921 stellt ein Kritiker die Charakteristika des nunmehr veralteten Expressionismus und der nachexpressionistischen neuen Sachlichkeit gegenüber. Expressionismus ekstatisch. Nachexpressionismus nüchtern. Expressionismus erregend, ausschweifend. Nachexpressionismus eher streng, puristisch. Expressionismus dynamisch und laut. Nachexpressionismus statisch und still. Expressionismus dicke Farbsubstanz. Nachexpressionismus dünne Farbschicht. Expressionismus diagonalreich, gegen die Bildränder arbeitend. Nachexpressionismus eher rechtwinklig, in den Bildrändern festsitzend. Expressionismus urtümlich. Nachexpressionismus kultiviert. '22 äußert sich der Maler George Gross, der von den Expressionisten der Zeitschrift Die Aktion entdeckt wurde, jetzt aber den Kommunisten nahesteht, um einiges drastischer. Kontrolle über Strich und Form wird wieder eingeführt. Nicht mehr handelt es sich darum, expressionistische Seelentapeten bunt auf die Leinwand zu zaubern. Die Sachlichkeit und Klarheit der Ingenieurzeichnung ist ein besseres Lehrbild als das unkontrollierbare Geschwafel von Kabbalah und Metaphysik und heiligen Ekstase. Der expressionistische Anarchismus muss aufhören. Es wird eine Zeit kommen, in der der Künstler nicht mehr jener bohemhafte, schwammige Anarchist ist, sondern ein heller, gesunder Arbeiter in der kollektivistischen Gemeinschaft. Schon in den 20er Jahren beginnt die Nazi-Kunstkritik, ihre eigenen Listen aufzustellen. George Gross, Karl Schmidt-Rottluff, Oskar Kokoschka, Otto Dix, Max Beckmann, sie alle werden als entartete Künstler bezeichnet. Mit Collagen ihrer Werke soll die Abscheulichkeit der modernen Kunst bewiesen werden. Paradoxerweise wird in den späten 20ern dieser von den Nazis so heftig abgelehnten Malerei ausgerechnet von marxistischen Intellektuellen wie Georg Lukács vorgeworfen, sie habe das kulturelle Klima geschaffen, in dem der Narzissmus aufblühen konnte. Die Expressionisten hätten durch ihre Neigung zum Chaos, zu primitiver Gewalt, irrationaler Ekstase und dem Vorrang des Triebhaften vor der Vernunft dem verbrecherischen Reich den Weg bereitet. Herrschaft des Verbrechens. Herrschaft des Verbrechens. 1932 dreht Fritz Lang Das Testament des Dr. Mabuse. Der Film wird kurz vor seiner Uraufführung von den Nazis verboten. Hier diktiert Mabuses Geist dem Direktor einer psychiatrischen Anstalt das Programm der Herrschaft des Verbrechens, die Kurzfassung eines Strategieentwurfs der Nazis zur Eroberung der Macht. Die Seele der Menschen muss in ihren tiefsten Tiefen verängstigt werden. Durch unerforschliche und scheinbar sinnlose Verbrechen. Denn der letzte Sinn des Verbrechens ist eine unbeschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzurichten. Einen Zustand vollkommener Unsicherheit und Anarchie. Aufgebaut. Zerstörenden Idealen einer Welt, die zum Untergang verurteilt ist.
Der Expressionismus als einer der Wegbereiter des Nationalsozialismus? Die Frage ist weniger befremdlich, als sie klingt. Kind und großer Vogel von Emil Nolde, 1912. Damals war Nolde Vorbild der jungen Expressionisten der Brücke, die die Freiheit und die Kraft seiner Malerei bewunderten. Aber Nolde machte keinen Hehl aus seiner nationalsozialistischen Gesinnung und seinem Antisemitismus. Davon weicht er auch nie ab. Als er 1937 zum entarteten Künstler erklärt wird, schreibt er einen Brief an Goebbels, in dem er sich mehr denn je als Nazi bekennt. Von Beginn der nationalsozialistischen Bewegung habe er gegen die Überfremdung der deutschen Kunst und gegen das unsaubere Kunsthändlertum gekämpft. Seine Kunst sei nicht entartet und dekadent, sondern deutsch, stark, herb und innig. Nolde, Tanz um das goldene Kalb, 1910. Er steht nicht allein. Auch andere Maler sympathisieren 1933 mit dem nationalsozialistischen Regime. Pechstein, Schmidt-Rottluff und Heckel, der schreibt, es besteht eine Ähnlichkeit zwischen dem expressionistischen Geist und Chaos und dem Geist der nationalsozialistischen Jugend. Doch ihre Bekenntnisse ändern nichts. In den Augen der Nazis bleiben sie expressionistische Untermenschen, wie Rosenberg es formulierte. Was zählt, ist allein ihre Art zu malen und dass sie sich die Freiheit nehmen, das, was alle gleich sehen, anders darzustellen. Die Kunst muss, um ein solches Ziel zu erreichen, auch wirklich Verkünderin des Erhabenen und Schönen und damit Trägerin des Natürlichen und des Gesunden sein. Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, im Unrat, des Unrates wegen zu wühlen, den Menschen nur im Zustand der Verwesung zu malen, Kretäs als Symbol der Mutterwerdung zu zeichnen und krumme Idioten als Repräsentanten der männlichen Kraft hinzustellen. Der hat wohl keine Ahnung, dass es nicht die Aufgabe der Kunst ist, den Menschen an seine Degenerationserscheinungen zu erinnern, als vielmehr den Degenerationserscheinungen durch den Hinweis auf das ewig Gesunde und Schöne zu begegnen. Adolf Hitler als Kunstkritiker. Die Worte sind banal und haben sich seit Wilhelm II. Kaum verändert. Neu ist der aggressive Ton. Mit der großen öffentlichen Schau der von Adolf Ziegler beschlagnahmten Werke kann sich die Aggression ungehemmt entladen. Entartete Kunst ist das einzigartige Beispiel für eine aus purem Hass geborene Kunstausstellung. Als die Ausstellung 1937 in München eröffnet wird, sind mehr als die Hälfte der 650 Werke der expressionistischen Bewegung zuzurechnen. Die größte expressionistische Ausstellung aller Zeiten. Nolde, Schmidt-Rottluff und Heckel, die Sympathisanten des Regimes, sind dort ebenso zu sehen wie die anderen und kleine Zettel weisen darauf hin, dass diese Werke mit dem sogenannten Spargroschen des deutschen Volkes gekauft wurden. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Sie hat Riesenerfolg. Manche kommen wohl, um zum letzten Mal die Werke zu sehen, die seit 1933 nicht mehr öffentlich gezeigt werden durften. Aber wie viele mehr kommen, um ihre Verabscheuung der modernen Kunst zu bekunden? Nach München war die Ausstellung in anderen deutschen Großstädten zu sehen. Ein Teil der Werke wurde in der Schweiz versteigert, der Rest wurde zerstört. Unter den zerstörten Werken befand sich auch dasjenige, das auf dem Umschlag des Ausstellungskatalogs abgebildet ist. Der neue Mensch, eine Skulptur von Otto Freundlich. Otto Freundlich floh nach Frankreich, wo er 1942 von der Gestapo verhaftet wurde. Er starb im selben Jahr im Lager Majdanek.